Motocross, baby. Tell me why ain't nothing but a party. Tell me why. Tell me why. Okay, zum Glück ist es nicht voll, Alter. Gar keinen Bock drauf. Wirklich, wenn ich sowas sehe, vergeht mir komplett die Lust. Frank hat auch wieder mit am Start. Guck mal, wer hier noch alles ist. Und Kaya auch. Und Theo sind wir auch gleich. Ich film mir ganz spannend die Fahrt. Digga, guckt euch das doch mal an, was hier los ist. Die haben hier sogar alles aufgebaut, Alter. Ist schon wild, ne? Ja. So, Freunde, angekommen in Flückhof. Wetter ist mega, Strecke ist auch mega. Also sieht auf jeden Fall krass aus. Schön Bergsboden. Ja, Toni müsste auch gleich da sein mit meinen Klamotten, weil wie gesagt, ich bin ja ohne Klamotten hier, weil der die noch im Auto hat von letzter Woche. Motorrad. Digga, es ist so fucking fresh mit dem neuen Dekor. Da hat Jan so gute Arbeit geleistet. Also wer Bock hat, Swarmlabs Media bei Instagram. Sieht auf jeden Fall mega Chef aus. Jetzt, wo wir den Kolben frisch gemacht haben, die Steuerzeiten wieder eingestellt haben, weil die sehr verstellt waren, ist das Motorrad auch wieder viel leiser. Die war ja so übertrieben laut. Die läuft so schön ruhig und mit dem frischen Kolben, die geht so schön an und oh, ich bin wieder neu verliebt in das Motorrad. Jetzt mit der Sonne, mega geil. Werksfranka ist auch wieder am Start, Alter. Werksfranka, hast Bock? Bist du ready to... Nein, wir sind mit dem Fahrer. Machen wir heute quer? Ja. Ja? Wir fliegen quasi immer, also wir springen immer ab, dann so kurz, dass wir kurz rückwärts fliegen und dann wieder droppen wir das Ding zurück. Ja, genau, so. 180, aber dann so schon 180, dann bleiben wir kurz so und dann ziehen wir wieder zurück. Servus, Dixon, Alter! Das kann ja was werden jetzt. Ja, Toni macht quer gleich erstmal. Vor allen Dingen, Toni kommt zum Training, ihr kennt's, mit einem äußerst sauberen Halbcross-Motorrad. Herr Jäger, was sagen Sie zu der Strecke mit Enduro-Fahrwerk? Mega. Erste Sahne, wa? Ja. Schlägt gar nicht durch, ne? Du musst wirklich auf den Punkt treffen, ansonsten knallt es einfach. Ey, es sind Minusgrade, höre auf. Strecke ist auf jeden Fall super, super geil. Die haben sich um Streckenkosten gekümmert und. Mega geil, also Props an den Verein auf jeden Fall. Warte noch kurz, ich will auch lachen. Also Strecke, um es nochmal auf den Punkt zu bringen. Strecke ist geil, Sprünge sind geil. Der Verein hat hier echt einen guten Job gemacht, also Respekt an der Stelle. Ich habe mich gerade schon jetzt leider immer aufgeregt, weil die Seitenwagen im Weg sind und. Am Endeffekt ist es halt so, gehört halt dazu beim Motocross. Strecke fetzt, ich habe Bock. Ich mache jetzt eine kurze Pause, fress was. Und dann fahre ich den zweiten Turn. Ich hoffe, dass Toni ein bisschen filmen, denn ich muss hier halt GoPro-Aufnahmen machen. Wir werden sehen. Ich was ist denn witzig, Franka? Das sag ich nicht. Sag das ja, jetzt. Nein. Ich wollte nicht auf YouTube. Okay. No press today, no press. Ach, no. Kein Englisch. Keine Presse. Was sagst du? Spaß mal? Ja, aber es ist voll. Ja, ich fand jetzt ging es eigentlich, was voll angeht, aber jetzt fahren wir lange in den Kanten. Wer ist hier voll? Was? Jetzt fahren wir lange in den Kanten rein. Oh, der hat Bier, Alter. Hier gibt's Bier, Alter. Ja, erstmal für die Mittagspause erstmal nochmal einen reinzünden oder weg. Wollen wir nachher noch Bier losfahren? Oh, der. Ja, Mann. Heute Sidecar Championship hier. Ja, ja. Mit Hand raushalten in der Kurve, dass du nicht überholen kannst. Wie findest du Seitenwagenfahrer heute? Ich liebe sie. Seitenwagenfahrer sind toll. Die machen immer schön Platz, sind immer höflich. Die können gut fahren. Die wollen auch gar nicht, anderen aufs Maul hauen, wenn du die mal anblickst. Die sind tiefenentspannt hier heute. Die wissen auch immer, dass man die Spur halten muss. Und sind einfach wirklich entspannte Leute. Also wenn die das nicht wissen würden und vor dem Sprung einfach auf null abbremsen und nach links ziehen, das wäre ja total gefährlich. Aber ist ja Quatsch. Ich hasse sie wirklich. Komm mal, ich hau dir eine Fresse. Komm mal. Nein, der Quatscher. Ja, das ist auch richtig schön provokant immer. Aber doch nicht so rum. Das ist richtig schön. Und das ist der Quatscher und das ist dann so der Oberquatscher. Aber warum willst du einen Reifen wechseln? Der ist doch nur Dopsche. Der ist doch nur 1A, ich verstehe den Problem nicht, ey. Wir fahren das Sofa. Was ist denn dieses Theater? Toni macht mal wieder einen schönen 5+2 Turn. 5+2. Ostessen, richtiges Ostessen hier in Leipzig. Das sind die Spezialisten. Leipzig. Ich glaub schon wieder, dass du lügst.
weil ich kann niemandem vertrauen. Doch wenn du wieder hier bist, sag mein Herz, dass ich dich brauch und ich lauf. Von meinen Gefühlen weg, mal auf. Wenn ich niemals wirklich wissen, dann gebe ich mich einfach auf. Ich denk viel zu viel nach, schmeiß das Glas an die Wand. Ich glaub, ich werd nie genug sein, aber trotzdem bleibst du da. Ich hab viel zu viel Angst, weil ich denke mal dran, dass du irgendwann mal weg bist und es raubt mir den Verstand. Paranoia, weil ich glaube, ich hab dich nicht verdient. Und manchmal frage ich mich, was du eigentlich in mir siehst. Und warum du immer wieder sagst, dass du mich so sehr liebst. Deut jedes Zeichen gegen mich, weil sich mir nicht erschließt. Weil wenn du gehst, ist mein Kopf immer Schrott. Shit, die Zeit, sie bleibt stehen und ich bin wieder lost. Ich weiß nicht, was ich will. Ich dreh durch und ich block deine Nachrichten ab, bis du sagst, dass du kommst. Tut mir leid, babe, so viele Dämonen in meinem Head. Ich frag mich, ob ich verrückt werd, weil ich weiß, sie sind nicht echt. Du sagst, Baby, schalt den Kopf aus, aber shit, ich bin verhext. Und es tut mir selber weh, weil ich dich jedes Mal verletzt. Ich zerstör, was ich lieb und es tut mir so leid, wenn ich sag, du sollst gehen, das war nie so gemeint. Und ich hasse mich selbst für die Angst und den Streit, aber ich kämpf jedes Mal, Baby, ich brauch nur ein bisschen Zeit. Was haben sie denn? Langsam ist die Kraft weg. Erstmal ein Päuschen machen. War jetzt auch. Hast du deinen Kuchen gesehen? Es gibt Kuchen, so Kirschstreuselkuchen. Alter! Turn up! Woo! Oh, oh. Ja, komm hier! Was ist hier schon wieder los? Ist der Wohlstand ausgebrochen, ey? Hallo. Das ist nicht gestellt jetzt. Nein, ich habe auch keine Kraft. Wie wär's, wenn du dir einfach einen ordentlichen Ständer kaufst? Die sind gut, Alter. Nein, siehst du ja. Die sind halt so lange gut, bis man noch Kraft in der Arme hat. Warte, ich komme rum. Du bist der Mensch, der am längsten braucht, um dieses Auto rumzulaufen. Ja, Mann, ich bin total fertig. Gib mir mal den Gurt. Sind übrigens neu. Ja? Von Toffi? Nee. Habe ich gar nicht gefilmt. Toffi hat sich eine Agrar-Bobbage geholt, wa? Habe ich gesehen. Schön fürs Feld. Fürs Feld. Toffi, Alter, du alter Feldwegheizer, Junge. Ja, Freunde. Sitzbankbezug ist noch. Also, das habe ich ja. Das wusste ich ja, dass der so aussieht am Fahren. Digga, sag mal, geht's? Gehst du jetzt hier rein? Ja, Sitzbeinbezug ist natürlich dirty. Hier auch schon einmal aufgerissen, geil. Aber wie gesagt, ich zeige euch das. Ich kerche jetzt das Ding nachher. Nachher? Ich mach heute auf jeden Fall gar nichts mehr. Ich glaub schon, dass ich heute noch kerche. Morgen habe ich wieder keinen Bock dann. Du hast auf der Nase einen Katsch. Ich weiß. Die Sidecar-Fahrer, die wollten halt wieder komplett dreschen. Also diesmal ausnahmsweise länger als 9 Minuten. Kommt darauf an, wie viel wir gefilmt haben. Hab ich da gerade Toni gefrontet? Freunde, es war mir ein Fest mit euch, es war doch noch ein cooler Tag, obwohl es so voll war. Mit Familie Blümchen war es wieder ein Traum, wie immer. Spaß gemacht, coole Aufnahmen sind es auch geworden. Wir sehen uns im nächsten Video, ich hab euch alle lieb, bis dahin, ciao.